Willkommen zurück zu Wassler. Mittlerweile haben wir die ganze Karte frei begehbar. Und bevor wir mit der Hauptquest hier weiter starten, geht's erstmal zur Nebenquest. Schauen wir mal, wer da was von uns will. Hier waren wir ja schon mal. Du machst mich ganz kirre. Ja, wer macht mich denn ganz kirre? Ah, die spanische Inquisition. Stimmt, die haben ja gemeint, dass sie einen Quest für uns haben. Sie werden die Kugelwäldler genannt, die runden, die blauen Planeten. Oh nein, die Kugelwäldler glauben, die Erde sei rund. Oh weh. Wie ein Busen, aber ohne Nippel. Okay. Suche in Kirchen und in den Stadtmauern. Na gut, sollen wir da jetzt aber in unserem Dorf hier schauen? Alter, dieser Blitz, der ist halt einfach viel zu schnell, ne? Ja gut, die Kirche ist ja quasi jetzt hier. Ein Aluhut. Für den Docks. Oder, das ist ja. Ich meine, die Docks, die sind ja hier beim wahrhaftigen Popo der Karte. Aber dann reiten wir jetzt erst einmal in die Stadt rein. Das ist eigentlich auch ganz schön. Bleiben hier mal auf der Hauptstraße quasi. Fehlt eigentlich nur noch irgendwo ein Kreisverkehr, den es bestimmt irgendwo gibt. So, jetzt müssten wir eigentlich dann gleich die Stadtmauern hier erreichen. Wir fahren sogar in die Stadtmauer rein. Okay, mit den Holzbalken hier, Straßenmarkierungen, es ist halt auch sehr cool in der Stadt. Das war knapp. Jetzt sind wir fast in den Polizist rein. Biegen wir hier mal ab. Was? Wir können Boot fahren? Wir können Boot fahren? Wow, wir sind quasi.
Okay, weil wir sind quasi einmal um die Erde gefahren mit unserem Boot. Quest abgeschlossen. Okay, wir können hier von einer Seite zur nächsten, was ja eigentlich ganz cool ist. Und theoretisch sollte es doch hier unten, glaube ich, die Rüstung geben. Wenn mich mein Orientierungssinn nicht ganz im Stich gelassen hat. Okay, hat er wohl. Dann ist es wohl weiter oben. Verdammt. Hallo, ich bräuchte mal ein Pferdchen. Da sind Kühe. Oh, wobei, wenn da Kühe sind, dann ist die Rüstung doch theoretisch hier irgendwo, oder? Na, 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 na. War die so weit unten? Ja, doch, da müsste sie jetzt gleich kommen. Ja, tatsächlich. Wunderbar. Die Rüstung ist ja in dem Spiel doch ein bisschen essentiell, weil man ja sehr schnell stirbt. Jetzt bräuchten wir nur noch einen Fahrbahnuntersatz. Ja. Naja, besser als nichts, ne? Einmal quer durch. Wir sind Offroad unterwegs. Und wieder zurück dann zur spanischen Inquisition, nachdem wir ja den ersten seltsamen Kugelwäldler nicht überzeugen konnten. Ups, sorry. Ui. Hallo, wir haben unsere Aufgabe quasi fast erfüllt. Aber auch nur fast. Mit einem weiten Schuss. Keiner hat. Oh. Wir wissen nicht mehr, was hier für Spanien ist. Okay. Drei Stück müssen wir. Die sind alle auf der anderen Seite. Oh. Ja. Okay. Ganz gut, weil mit dem Fahndungslevel war das sowieso quasi nicht machbar. Aber immerhin starten wir jetzt direkt wieder bei der Inquisition und können das gleich nochmal probieren. Nachdem man das ja gerade verkackt hat. Kennen wir, jawohl. Diesmal können sie auch weglaufen, ne? Ja. Diesmal blockieren wir sie nicht. Okay.
So, diesmal ein bisschen besser aufpassen, wo man hinfährt. Dass wir nicht gerade den Polizisten überfahren. Fahren wir gleich unten rum. Dann bewusstlos schlagen. War das eine Sperrzonen-Ding? Vielleicht. So, wenn wir da jetzt. Und hier war doch, glaube ich, sowieso noch ein Hufeisen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. Ja. Ich habe ja eigentlich fast erwartet, dass es noch irgendwie einen Rückwärts-Piep-Piep-Piep-Sound gibt, wie von einem LKW. Das Pferd chillt auch sein Leben hier. So. Hallo. Das hat erstaunlich gut funktioniert beim ersten. Aber wir haben ja noch zwei und wir kennen alle das System hier bei Wassler. Das heißt also gar nichts. Okay. Das war auch noch ganz entspannt. Und schauen wir mal, was der letzte macht. Man hat ja so eine gewisse böse Vorahnung. Okay, das war ganz nett gemacht. Erwartet die Inquisition lieber nicht. Die nächste Farbe rein. Das war knapp, Kollege. Bam, bam, bam. Okay, ein Militärlager einbrechen, klar. Übernimm das Militärlager, indem du alle tötest. Wow. Wow. Und das ist der zweite Teil der Quest. Das heißt, wenn wir hier jetzt sterben. Ja.
Ihr wisst, was ich sagen will. Wenn wir hier sterben, dann ist wieder 15 Minuten Vorarbeit quasi dafür nötig. Und ich habe nicht mal eine Armbrust, oder? Nee. Keine Armbrust, keine Sense. Gar nichts. Okay, hier ist ein Militärlager. Na wow. Euer Ernst? Hier fette Ritter? Was bist du? Eine Sense immerhin. Also zwei von diesen fetten Rittern sind da noch drin. Wow. Drei. Wow, trotzdem zwei von diesen fetten Rittern, ne? Ich will mal schauen, was passiert, wenn ich da jetzt reingehe. Ob ich das zumache oder so. Nichts. Scheiße. Jetzt habe ich hier noch diese... Ich versuche es jetzt einfach mal, indem ich rüberreite. Ja, okay. Das könnte quasi jetzt mit unfairen Mitteln funktionieren. Wenn man trifft. Ja, wie gesagt, mit unfairen Mitteln. Oh, da sind die... Drogen. Wow, vorbei. Da waren die Drogenpflanzen vom Steinbruch. Jo, der erste ist gleich down. Haben wir wieder keinen getroffen. Okay, aber es ist immer noch so machbarer als quasi indirekten Nahkampf. Gegen drei Vollritter würde ich, glaube ich, nicht schaffen. Also einer ist tot. Der zweite fast. Er lässt nicht mal irgendwas fallen. Das ist ja traurig. Ich hab die eingesammelt. Was kann ich damit machen?
Wunderbar, der zweite tot. Einer noch. Das wird jetzt was. Auch wenn wir quasi betrogen haben. Ich bin nicht stolz drauf. Aber ihr kennt das Spiel. Ihr wisst, wie unfair es ist. Und die drei hätten uns auf jeden Fall platt gemacht. Jawohl. Puh. Okay. Was? Darüber. Nein, 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 nein. Ja, verdammt. Okay, wunderbar. Es hat zum Glück funktioniert. Halt, stopp. Und bitte in die Richtung. Ja, 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 ja. Jetzt läufst du richtig. Okay, dann schießen wir jetzt mit einer Trebuchet eine Kuh weg. Nee, eine Blide, okay. Das war fantastisch, ja. Jeder. Die Quest ist ja richtig krass komplex hier. Also. Das Schlimme ist, die ist so lang. Das heißt, wenn du die irgendwo verkackst, dann musst du so viel neu machen. Ich weiß, ich bin ziemlich pessimistisch. Aber es ist Wassler. Okay, stehle einen Heuwagen. Aber fliegt die Kuh nicht weiter? Weil schwerer und so. Okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das wird jetzt auf jeden Fall auch ein sehr schöner Folgenabschluss, liebe Leute. Ich meine, wir haben gerade erstmal eine Kuh in die Luft gebracht. Und jetzt werden wir gleich noch hier so komische Verschwörungstheoretiker in die Luft jagen, quasi. Wo kommen wir denn in unser neues, frisch eingenommenes Lager? Hallo, da sind wir wieder. Ja dann, alles bereit. Okay. Ich erwarte nur Gutes jetzt. Okay. Hui. Ah, wie ein Flach. Ach so. Haben wir sie jetzt überzeugt?
Ha, wir sind jetzt ein Freund der Inquisition. Haben 1000 Gold dafür bekommen. Nicht schlecht. Quest abgeschlossen. Ah, okay. Ich kann da jetzt Sachen hinbringen quasi und die werden dann in die Luft gejagt. Sehr cool. Okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Lasst gerne ein Like da und ein Abo und vielen Dank fürs Zuschauen.